Und Leute, wir sind wieder dabei mit Catherine und sitzen in der Bar, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sollten ganz viel trinken und Pizza essen. Ja, lass uns erstmal trinken. Oh yeah. Wollen wir nicht erstmal mit allen reden? Wir können ja dann immer noch trinken. Ja. Ja, wir haben so gesagt, gut, die Aufnahme vom letzten Mal zusammengefasst. Ja, kann man so sagen. Looks like it's gotten real for you, huh? You two have been together a while. It's about time. Congrats on having a kid. Let's do something to celebrate. Oh yeah. She wouldn't tell you unless she was really sure. You're gonna do the right thing, right? Moment mal, oder? Ja. What are you upset over? Heck, I want to get married soon. You want to meet my parents and ask about how they got married? Go back home and drink some chocolate milk, kid. Trink deine Chocolate Milch aus den Boobies. Oh no. Nochmal, Olen. Milk goes with everything. You know, I take it back, Toby, my boy. I'm a man, come on. Ja, das glaubst du wohl selber nicht, Toby. Reunion, you wouldn't be going out right now. Life's all about timing, huh? Planning out your life ahead of time's a waste of effort. None of us have the future we thought we would when we were kids. Stimmt. Oh yeah. Ja, man muss ja mal gucken. Nicht, dass wir hier etwas gegen unseren Willen drücken. Ja. Cheating twice. He's really gone astray. I never thought you'd be one to cheat in the first place. I can't believe it myself either. Vincent, du hast verkackt. Ja, er ist echt am Arsch, also. Aber vielleicht kriegen wir das ja so hin, dass er noch irgendwie drauf kommt. Vielleicht. What? I am not. Ah, so you're a bigger asshole. Oh, eine Nachricht. Eine Nachricht. Wie kamen wir nochmal? Y, glaube. Da, Start. Y. Okay. In. Ach ja, wieder bloß für das Schaffen der Challenge. Moment. Das war dann die 3, glaube ich. Ja, weiter, komm mal. Okay. Okay, okay. Ja, lass mal mit Toby reden. Genau, Toby, der alte Milchbubi, was hast denn du zu sagen? Oh, 50.000. I'd rather put all of my savings into lottery tickets than invest in one of your crazy schemes. I cannot get enough of Erica's thighs. I'm gonna see if the bathroom's open. You got mail. Oh, Johnny muss auf Klo. You know, Chief doesn't talk about his girlfriend, does he? He did say that he didn't plan to marry her, huh? He's so perfect at his job, I just kind of assumed that he was the same way in private. In school, he never dated girls that he wasn't fully committed to. All the girls said he was just too defensive. Ask him about it, Toby. Ah, come on, that's not fair. Ja, Johnny ist halt... Das ist halt der gute Johnny, sag ich mal. Oh. Trinkst du von Kevin? Bist du immer noch im streunenden Schaf? Bist du da zurzeit nicht jede Nacht? Ich dachte, du hättest heute einen nervösen Magen. Warum trinkst du schon wieder? Bitte pass auf dich auf. Du lebst nicht mehr nur für dich. Sorry. Nee. Ich trinke nicht. Nee. Ich tue, was mir gefällt. Oh yeah. Du musst mir nicht ständig im Nacken sitzen. Nicht schlecht. Ich habe keine Sorgen um mich. Nee. Ich mache doch keine. Du musst mich nicht im Nacken sitzen. Oh yeah. Wir reden später. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Oh yeah. Und... Na dann mach es mal. Ich will das zweite so am besten. Ja. Bye. Bye. Oh yeah. Oh, die wird pissed sein. Ich habe andere Geschäfte zu erledigen. Hast du nicht Durst? Oder erstmal mit allen reden. Erstmal mit allen reden, oder? Da steht ja noch was. Müssen wir erstmal mit ihm reden? Ja. Oder wollen wir uns erst die Trivia Alter! Okay,
Wir reden jetzt erst. Okay. Irgendwie brauchen wir hier ein System, okay? Ja, okay. Ich bin dafür, zuerst mit ihm zu sprechen und dann... Genau, okay. Bleiben wir dabei. Ja. Das haben wir das letzte Mal schon gemacht. Ja. When you have lots of things to do, do you just remember them? Wahrscheinlich das zweite. Ja. This one? I don't think Mr. Morgan would say that. 20 years ago, Mr. Morgan picked up a ball for me at the tennis court. 20 years ago, Mr. Morgan worked in an ice cream shop to pay his tuition. Mr. Morgan likes vanilla ice cream. Mr. Morgan likes pouring maple syrup on vanilla ice cream. Oh. The cheese stretches. It is 5 days until the time of freedom. Die lesen das aus der Pizza? Hm. Krasse Scheiße. You got mail. Good night. See you tomorrow. Die sind ein bisschen strange, die alten Narben. Das sind sie. Lass uns mal aufs Handy gucken. Oh, oh, Catherine. Wie geht es dir? Noch auf Arbeit? Schon fertig? Ja, ich bin fertig. Schluss für heute, würde ich sagen. Sag ich bin noch auf Arbeit. Was sagen wir? Ja, ja, ich bin fertig, würde ich einfach sagen. Was möchtest du? Ich kann dich heute nicht treffen. Ich will's tun. Was möchtest du? Ja. Oh, das geht schnell. Ja, wir sind halt gute Menschen. Oh ja, da sind wir. Mhm. So, was haben wir denn? Na, kann man sitzen. Da ist noch da der... Da drüben gibt es ganz viel an der Bar. Obwohl, erstmal Erica, die steht da so allein. Ja, Erica ist ja... Have you heard about the witch? They say she's... Have you heard the bitch? Du hast dich verhört. Oh, ich hab's echt so verstanden. Oh, look at her. They say she doesn't age either. Oh, boy, I'm jealous. Yep, old age is sucking. First world problems. Arthritis and all that. Arthritis und dieses Zeug. Talking about me? You'd better straighten things out soon. If she finds out you've been dragging this out, you'll really see some blood spill. Actually, that's a tempting thought too. No, it is not. There's a witch lurking somewhere in this town. Hm. Jetzt wieder Bitch gesagt. Sie sagt Witch. Ich weiß, was hörst du an? Für dich vielleicht. Where's your sense of romance? Ach ja, Hexenromanzen. Ja. Oh yeah. Das sind die schönsten. Mysterious deaths lately. And that's why you're scared too? Dieser Händler. Hm. Hm, setzen wir uns einfach mal hin. This lovely couple is Daniel and Anna. Huh? Vince? Vincent Brooks? What? Do I know you? It's me, Daniel. We went to elementary school together. Ach, Daniel, genau. Dich kenne ich natürlich noch. Oh, so you're Vincent. You're different from what I imagined. Don't say that. You see, Vincent, I'm different from back then. I'm not the one tagging along. Now I'm the leader. I'm the heir to a successful business. A business heir, huh? Because of that. Wait, I heard your voice somewhere. Was it yesterday? Hm. Der ist bestimmt... Ja, ein Schäfchen. Ja. Aber ich denke, es ist auch jetzt nicht falsch, darauf einzugehen. Ja, definitiv nicht. Think of it. Maybe I had some premonition of our meeting today. Anyway, I can't believe you don't remember me, man. I'm sorry. Oh, eine weitere Nachricht. Schön, können wir uns mal angucken. Von Kevin, okay. Oder auch nicht. KK, ich verstehe. Klammer auf. Ach, komisch, das ist Smiley. Ein Emoticon, ja. Komisch, ich weiß, ich wollte den jetzt eigentlich aussprechen, aber ich weiß nicht, wie diese Pfeile nach oben heißen. Oh, ich habe ein neues Foto gemacht. Hier. Das können wir uns ja leider nicht angucken. Aber antworten können wir trotzdem. Das Bartfoto. Ja, das musst du wohl. Wir sollten uns erstmal fertig unterhalten, oder? Ach, ich antworte jetzt schneller. Oh, was für ein Foto. Na gut, das haben wir uns nicht richtig angeguckt. Ja, deswegen. Gut. Er wird halt auf das Foto antworten. So rede ich noch mit Daniel. Genau. You were having a nightmare. I had a strange dream. Though I don't remember it well. Setz dich doch mal vernünftig, ein Kollege. Was musst du sagen? Ja. Du ich hab das bis dritte Mal oder so heute erst. Was? Wait, call. What number is this? Knallhart annehmen. Mal sehen. Shit. What do you mean, oh shit? Oh yeah, were you at the cafe near your place around lunchtime?
Nee, oder? No, I wasn't. I couldn't have been there. You must have seen someone else. Really? I thought I saw someone who looked like you from the back. Huh? I swear, I don't know what you're talking about. Oh, is there a cafe by my place? There are plenty of cafes everywhere. Oh shoot, it's burning! I'll see you later. Later? Wait, what the hell? Ja, die hat bestimmt gerade irgendwas auf dem Herz stehen. Oh ja. Wenn wir schon mal hier sind, können wir nochmal nach unserem Konto gucken. Ja. Maybe I should have saved up some more. Mal wieder nichts im Automaten. Ich glaube, nichts ist noch mehr, als er hat. Wir wissen ja, Level Card wieder was sogar. Take care of your face. Wie gemein. Erika ist böse zu uns. Aber ich mag sie irgendwie trotzdem. Ja. Erika ist voll nett. Hey, was? Eben noch, Erika ist böse zu uns, Erika ist verliebt. Ja, klar, was ich böse zu uns. Ja, ich weiß. Ja, I have when I was young. Especially when I was in my 30s. I started to blank out on amounts I used to be able to handle in my 20s. And then I'd wake up lying next to a complete stranger. Ah, so it has. I'm in a complete stranger's house. That hasn't happened to me. I'm at the police station, stark naked, right? No. The nakedness of woman is the work of God. To misappropriate the musings of a certain someone. In front of God's work of art, it's only natural that your faculties are preoccupied. Well, just don't worry about it. Guess I won't. Ist entweder ja mal reingekommen oder er geht gerade. Beides möglich. Ah. Wer ist denn jetzt wieder da? Die Drinks und du. Okay, alle Drinks, die du in der Bar zu dir nehmen kannst, machen dich gleichermaßen betrunken. Wähle deinen Lieblingsdrink. Hier ist ein Geheimnis. Wenn du Alkohol im Körper hast, kannst du dich in einem Traum schneller bewegen. Wenn du schon in einer Bar herumhängst, warum die Zeit nicht sinnvoll zu trinken? Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Oder haben wir uns sogar so gedacht, ne? Ja. Na gut, wir wussten das halt schon. Ja. Fernsehen können wir auch mal gucken. In the recent spate of mysterious weakening deaths. Another young male victim has been discovered. Ronald Clay, age 32, was found dead today. He's the same age as me. That concludes our coverage on this story. After a commercial break, we'll bring you the weather. Plus, any additional updates to our top story. Which do you think are more? Und hier ist Kollege Justin, der Reporter. Warte. Männer. This one? A lot of people say that. Das sagen viele. When asked whether they'd like to return as a man or woman in the next life, the majority of people say they'd prefer to be a woman. Some scientists have even predicted that men will become extinct. It's the truth. Extinct? Apparently the Y chromosome is quite useless compared to the X chromosome. So it's possible. And what'll happen to the human race if men go extinct? Maybe there'll be a system where women can fertilize each other and bear children. Men try just as hard to live their lives too. Isn't nature harsh? But on the whole, I think women have it harder. Being manipulated by stupid guys, being ground down by life. I did something I shouldn't have. What are you talking about? It is the cross I must bear. Ach, der gute Justin. No, der gute alte Justin. Er hatte eine Gesangskarriere. Das ist es aus. Früher, bekannt unter dem Namen. Do you know what you've gotta have? Und einem berühmten Namen. Wie man Kohle macht. Ein Harem natürlich. Actually, see, only half a man's worth is in his upward mobility. He unleashes his full potential when he's surrounded by women. That's why a real man shares his love with as many as he can. Flowers of femininity blooming in the shining rays of a man's love. I'm not after women. Then you're after me. Not a chance. I think I'll go home for today. My head hurts. Gerne sich doch hinter das hingesetzt. Komisch.
So, das war's dann, oder? Wollen wir auf Klo gehen? Moment, ich wollte noch trinken. Trinken. Wenn ich hier schon mal sitze. Dann brauchst du, man braucht ja einen Grund aufs Klo zu gehen, ne? Das war echt knapp, ja. Hör erstmal die Stimme von hinten. Okay. But here is some trivia for you, as you seem to have finished your class. Einige interessante Informationen. Oh mein Gott, das weiß ich gar nicht. Fizz-type cocktails are a distilled drink plus lemon plus sugar. Echt nicht? Ich dachte, du hättest diese ganzen Sachen. Ach ja, das war doch nur ein Witz. Dann erzähl keine Scheiße. Warum? Weil das nervig ist. Außerdem kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. They're all sweet, so even lightweights can wash them down like juice. And that was the cocktail trivia for tonight. Warum nicht? Ich dachte, Whisky müssten wir noch komplett machen, oder? Whisky noch, auf jeden Fall halt.